Ja? Ich hätte die Frage, ob man dann ein Zahlensystem benutzen könnte, wo n größer als 10 ist. Ja? Weil da sind ja mehrere Ziffern und wir können dann. Eine sehr gute Frage. Gibt es Zahlsysteme, Stellenwertsysteme, die eine Basis haben, die größer ist als 10? Weil dann brauche ich ja irgendwie mehr Ziffern, ne? Gibt's? Das ist das sogenannte, also ganz berühmt, es gibt, also gibt beliebig viele Stellenwertsysteme. Ich kann, die alten Babylonier zum Beispiel hatten Stellenwertsystem, könnte man sagen, zur Basis 60. Okay. Die haben dann halt Striche gemacht und so weiter, aber das war trotzdem, die haben zur Basis 60 gerechnet. Können wir fragen, warum denn zur Basis 60? Na, so weit liegt es gar nicht weg, weil wir haben ja auch, eine Stunde hat 60 Minuten beispielsweise, da wird ja auch im 60er-System gebündelt und so. Ne? Also haben die Babylonier auch damals mit den Zahlen gemacht. Egal. Ein heute ganz berühmtes Stellenwertsystem mit einer Basis, die größer ist als 10. Weiß jemand, welches das ist? Und das ist eine perfekte Frage, weil die genau den Übergang macht gleich zu dem, was wir machen werden. Haben wir vorher abgesprochen, oder? Hast du gut gemacht. Es jemand? Ja? Bitte? Dutzend? Wo kommt das vor? Weißt du das, oder? Nee, ich auch nicht. Aber eine gute Vermutung. Also Dutzend ist ja auch, also Dutzend ist eine ganz alte Bündelung. Ne? Also ich, keine Ahnung, ich kenne mich in der Geschichte nicht so gut aus, aber ich hätte gesagt, Mittelalter haben die Leute gesagt, ich hätte gern Dutzend irgendwas. Ne? Und dann wurde, ja, war klar, das sind 12. Ja? Nee, das 16er-System. Oder das Hexadezimalsystem. Im Hexadezimalsystem, im 16er-System, habe ich Ziffern von. Mal gucken, ob das. Na, das passt noch. Schreibt mal hier auf. Hexadezimal. So. Habe ich Ziffern von. Also ich habe natürlich die 0 bis zur 9. So, und jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche für 10 bis 15 neue Ziffern. Und dann macht man das Folgende. Man macht mit Großbuchstaben weiter. Das hier bedeutet 10, B11, C12, D13, E14, F15. Wo kommt das vor? Weiß keiner von euch? Ja? Nee, nicht bei römischen? Die Römer hatten ganz andere Stellen, hatten ja kein Stellenwertsystem. Ne? Die haben ja gebündelt sozusagen. Fünfer zusammen, dann Zehner, 50er, 100er und so weiter. Und die brauchten für jede neue Bündelgröße ein neues Symbol. Beim Stellenwertsystem ist so, man kommt hier mit dem 16er-System mit 16 Symbolen aus. Man braucht nicht mehr erfinden, egal wie groß die Zahlen werden. Das weiß keiner von euch? Das ist krass. Ja. Im Schach? Auf dem Schachbrett. Ja, gut. Nee, auf dem Schachbrett hat man 0 bis 9 nicht. Vielleicht doch am Rand, weiß ich genau. Aber hat man da nicht A, B, C und so weiter? Man hat keine 16 Felder nebeneinander, sondern nur 8. 8 mal 8, ne? Genau. Okay. Liebe Digital Natives. Im Computer verwendet man häufiger Zahlen, die im Hexadezimalsystem dargestellt sind. Erstmal, weiß jemand, wie der Computer, welches Stellenwertsystem der Computer eigentlich benutzt? Ja. Binärsystem mit 0 und 1. Ne? Warum? Warum benutzt der Computer die 0 und die 1? Echt jetzt? Wird mir immer gesagt, nee, die heutigen Studis und so weiter, die können sich damit wendig aus, mit Digitalisierung und so weiter, kein Problem. Ihr müsst mal, also wirklich, ihr müsst mal euch mit den Strukturen dahinter befassen, ja?
Ja? Die 1 bedeutet Strom an und die 0 bedeutet Strom aus, sozusagen. Ne? Ihr habt so eine Stromleitung. Entweder da läuft Strom und läuft kein Strom. 1 oder 0. Vereinfacht gesagt. Manchmal läuft da ein bisschen Strom und so weiter. Und dann muss man sagen, ein bisschen Strom ist auch 0 und so. Ja? Okay, also Strom oder Strom oder kein Strom. 1 oder 0. Das ist das binäre System, das verwendet der Computer. Und jetzt verwendet der Computer sehr große Zahlen. Also zum Beispiel 32 Stromleitungen nebeneinander. Okay, könnt ihr euch vorstellen? Zig Stromleitungen nebeneinander, 32 Stück. Und auf jeder kann Strom laufen oder kein Strom laufen. Und jetzt läuft auf der Strom, auf der Strom, auf der kein Strom, auf der Strom, auf der kein Strom, kein Strom, Strom und so weiter, kein Strom, Strom. Könnt ihr euch vorstellen? Eine Zahl bestehend aus 32 Ziffern, jeweils mit 1 und 0. Das ist eine sogenannte 32-Bit-Zahl. Okay? Eine Stelle in der Computerei ist ein Bit. Und wenn man 32 Bit hat, hat man hier eine 32-Bit-Leitung beispielsweise oder eine 32-Bit-Darstellung einer Zahl und so weiter. Okay. Und jetzt kann man Folgendes machen. Also könnt ihr euch vorstellen, ne? Können da unterschiedliche Werte drüber laufen und damit beschäftigt ihr euch gleich, euch das mal genauer anzuschauen. Jetzt möchte man manchmal verstehen, welche Zahl ein Computer dargestellt hat. Dann könnte man die ins Dezimalsystem umrechnen, ist aber umständlich. Was macht man? Und jetzt kommt so ein kleiner Trick. Machen wir hinten nochmal 4 Leitungen hin. Man nimmt immer von hinten her 4 zusammen und schaut sich an, was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl hier? 1001 im Zweiersystem. 30 Sekunden mit Nachbarn, mit Nachbarn. Was ist 1001 im Zweiersystem? So, jetzt alle Finger nach oben. Alle. Wer weiß es? Was kommt raus? Okay, ist jetzt nur die Finger derjenigen, die sich auch trauen, das sagen zu wollen, aber viel mehr wissen es. Alle Finger nach oben mal. Alle nach oben. Alle, die es wissen. Kommt. Okay, ja. 9, genau, richtig. Ne? Zwei hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. 2 hoch 3 ist 8, plus 1 ist 9. Zweierpotenzen auswendig lernen. Deswegen. Nur deswegen. Weil man es beim Computer braucht. Okay? So, und so weiter und so weiter. Wenn immer 4 zusammengefasst, die vorderen 4 hier, was ergibt das? 1, 1, 0, 1. Ja? 13. 1 plus 4 plus 8. 13, okay. So. Was ist denn die kleinste Zahl, die ich mit 4 Bit, mit 4 Stellen darstellen kann? Die kleinste. Ja? Die kleinste. Nee? 0, genau. 0, 0, 0, 0. Na?
0, 0, 0, 0 ist die kleinste Zahl, die ist, bedeutet 0. Und dann gibt es die größte, hast du gerade schon gesagt, 1, 1, 1, 1 ist 15. Okay? 1 plus 2 plus 4 plus 8 ist 15. Aha. Von 0 bis 15. Genau wie im 16er-System. Im 16er-System habe ich Ziffern von 0 bis 15. Das heißt, was man häufig macht, ist, man stellt die Binärdarstellung im Computer immer in Viererpäckchen zusammengepackt dar als Hexadezimalzahlen. Okay? So, also beispielsweise mal noch ein Beispiel hier rein. Mhm. So. 0, 1, 1, 0 ist 4 plus 2 ist die 6. So. Also das wäre F, 6, 9. Da kommt vielleicht noch was dazwischen. Eine Binärzahl überführt ins Hexadezimalsystem. Immer Viererpacken zusammengepackt und in die Ziffer von 0 bis F überführt. Und dann begegnet euch beim Computer halt unter Umständen Folgendes. Wenn ihr, ja? Oh, du hast recht, Entschuldigung. Du hast vollkommen recht. 1, 1, das ist F, ne? 1, 1, 0, 1 war nochmal was? D, 13, genau, aha. D wie 13, genau. D wie 12, okay. Gut. Und dann begegnet euch nämlich beim Computer Folgendes, aufgepasst, begegnet euch beim Computer Folgendes, wenn ihr in einem Grafikprogramm arbeitet, mit Farben, dann begegnet euch oftmals Folgendes, so eine Darstellung wie das hier. Raute D, A, 2, 3, F, E. Das ist nichts anderes als eine zusammengefasste Darstellung einer viermal so langen Binärzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 4 sind 24, also eine 24-Bit-Darstellung. 24 Binärzahlen. Ziffern werden in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexadezimalziffern überführt. Und das hier bedeutet, das ist der Rotanteil, das ist der Grünanteil und das ist der Blauanteil der Farbe. RGB heißt das, RGB-Farben. Also ich plaudere jetzt gerade ein bisschen, ja? RGB-Farben. Wenn ihr so eine Darstellung habt und sagt, ich hätte gerne die Farbe DA23FE, dann ist es halt ganz viel Rot, ganz wenig Grün und ganz viel Blau. Zusammengemischt. Okay? Und dann gibt es solche, jetzt habe ich ein bisschen Tafelproblem, dann gibt es, mach ich mal weg hier, dann gibt es diese Farbe hier, 0, 0, 0, 0, 0, 0, das ist gar kein Rot, gar kein Grün, gar kein Blau, das ist die Farbe Schwarz und es gibt die Farbe FF, 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 das sind lauter Einsen. Größtmöglicher Rotanteil, größtmöglicher Grünanteil, größtmöglicher Blauanteil, alle Farben zusammengeworfen, ergibt was? Weiß, genau. Okay, also euch begegnen im Computer Zahldarstellungen im Hexadezimalsystem mit den Ziffern von 0 bis F, wobei F eben 15 bedeutet, 1 kleiner als die Basis. Weil der Computer im Binärsystem rechnet und weil die Zahlen für Menschen viel zu lang sind, fasst man Viererbündel immer zusammen und überführt die in die Hexadezimaldarstellung. Okay. Das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, gibt es auch Stellenwertsysteme mit einer Basis größer als 10? Ja. Bitte? Ach. Das ist relevant für dein Leben, denn du wirst in einer Welt leben, die durchdigitalisiert ist und da muss man sowas wissen. Ja. Ich habe die Ziffern von 0 bis 15 im 16er-System, genauso wie ich die Ziffern von 0 bis 9 im 10er-System habe. Denn sobald ich auf
die Basis komme, habe ich ja schon wieder die 1-0-Darstellung. Okay, gibt es Fragen noch im Chat? Ja, genau, heute machen wir Informatik, wird im Chat gefragt.